Hallo zusammen, wir spielen 7 Days to Die. Freut mich, dass ihr wieder reinschaut. Wir waren ja in der letzten Folge beim Händler und Tag 31, er hat heute wieder neue Waren. Die schauen wir uns nachher an. Und zuvor, ich hatte ja gesagt, ich schaue da nochmal in die Skills nach. Wir hatten ja noch zwei Fertigkeitspunkte. Die hatte ich jetzt vergeben. Ich wusste nicht genau wohin. Ich habe sie erstmal jetzt in Wahrnehmung gesteckt, so dass wir auch nebenbei noch weiter in die Altstoffsammlung und in der glückliche Sammler skillen können. Die beiden Level waren jetzt noch gesperrt. Die sind jetzt mit dem Freischalten der Wahrnehmung auf 4 freigeschalten. Das wird dann eines der nächsten sein, wo ich nochmal Punkte investiere. Und ebenso habe ich dann gesehen, durch die vielen Skillbücher, die wir gefunden haben, die Fertigkeitsbücher, dass wir uns jetzt bei den Fahrzeugen, den Motorrollern nähern bzw. freigeschalten haben und neben dem Motorroller durch unsere Mod, die wir installiert haben, weitere Fahrzeuge bauen können bzw. ein weiteres Fahrzeug, das Golfcar. Das würde ich gerne bauen. Ich habe schon mal geschaut, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Es müssten alle Materialien vorhanden sein. Das kann man komplett selber bauen. Das werden wir heute tun. Ich hoffe mal, dass wir das alles in das Video unterbekommen. Und wenn wir dann hier bei Stufe 3 Motorrad mal angekommen sind, dann wird es noch interessanter. Dann gibt es noch mehr Fahrzeuge, noch mehr Motorräder. Da werden wir uns auch auf jeden Fall ranmachen, die dann zu bauen. Aber zuerst brauchen wir Räder. Jetzt habe ich hier schon mal eine Kiste angefangen gehabt. Fahrzeugteile. Hier haben wir jetzt drei Räder drin. Das genügt. Mehr habe ich leider noch nirgendwo gefunden. Kein Lenker. Kein Rahmen, nix. So, dann Werkbank. Das Golfkart. Für das Golfkart brauchen wir vier Räder. Wen wundert's? Ein Chassis, ein Verdeck, ein Motor, eine Batterie. Motor und Batterie müsste da sein. Ich weiß nicht genau, ob wir noch einen Motor Reserve hatten. Das Chassis und das Verdeck, das wird man gleich bauen. Da brauchen wir geschmiedetes Eisen, Eisenrohr, Kunststoff, Klebeband. Und für das Chassis noch Leder, elektrische Teile. Auf jeden Fall brauchen wir erstmal noch einen Rad. Und für das Rad Säure, Kohle, Öl, Kunststoff, geschmiedetes Eisen. Wisst ihr was? Wir machen uns das ganz einfach. Wir nehmen einfach alles ins Inventar. Nehmen hier nochmal einen Schwung Kohle mit rein. Dann sollten wir ja alles haben. So, ein Rad genügt. Fertige. Dann gehen wir nochmal auf Golf. Ah, hier fehlt irgendwas. Irgendwas fehlt hier. Was ist denn hier los? Ja. Es fehlt Klebeband. Gut, das ist jetzt das Wenigste. Das stellen wir zuerst her. Klebeband. Stellen wir auch bloß mal. Das geht schnell. Machen wir mal schnell 5 Stück. Und in der Zeit, wo das alles baut, können wir uns ja mal kurz zum Händler dann bewegen. Na, hier habe ich noch ein bisschen Krimskrams drin. Das holen wir mal raus. Das Rad raus, Klebeband raus. So, dann das Chassis. Dauert 4 Minuten. Das Verdeck 3 Minuten. Ist in Arbeit. Dann würde ich auch gleich nochmal ein paar Rädern in Auftrag geben. Tun wir schon mal 4 auf Vorrat produzieren. Fertige. Ja gut, das läuft alles. Alles wieder raus. Halt das Rad nicht. So, das Rad benötigen wir noch. Und die Kabelverschaltung und das Drahtwerkzeug kommt hier in die Elektronikabteilung. Genau, wir haben noch einen Motor, sehr schön. Und wir haben auch zwei, vier Batterien. Thank you.
Da wäre jetzt alles da. Und in der Zeit lasst uns mal zum Händler gehen. Beziehungsweise die letzte Tour mit dem Fahrrad. Haben wir denn eigentlich genügend Zutaten für ein neues Süppchen? Da müssen wir wieder was ansetzen. So, Wasser. Wasser brauchen wir noch. Das hatte ich jetzt vergessen. Einmal Wasser. Holz ist drin. Wildbretteintopf. So, da fehlt. Irgendwas fehlt. Kartoffeln. 2 von 2. Also wir brauchen unbedingt Kartoffeln. Einen können wir herstellen. Lasst uns eben den einkochen. Oben werden wir jetzt auch gleich mal ernten. Da hat man ja die Beete angepflanzt. Ach, und hier. Und unsere Hühnernester sind wieder fertig zum Eier abnehmen. Federn wollen wir nicht. Ja, ist doch schade. Hier ist schon die ganze Zeit fertig. Und ich ernte es nicht ab. Vom Landleben haben wir komplett hochgeskillt. Ach, guck mal, gibt es sogar noch Level. Gut, dass wir da mal reingeschaut haben. Mit den hydroponischen Garten. Da müssen wir auch noch freischalten. Was braucht man denn da dafür? Standhaftigkeit Level 7. Okay, das wusste ich gar nicht. Ist aber gut zu wissen. Dann würde ich da gar nicht an dem Garten weiter rumfummeln. Wir haben zwar die erste Pflanzung angelegt, aber dann würde ich halt erst dort weitermachen, wenn wir hier wirklich reingeskillt haben. Ja, sowas finde ich schön. Dass nicht einfach eine Mod nur reingesetzt wird und man kann es verwenden, wenn man es erstmal richtig ausskillen muss, um zu bessern. Was haben wir? 79 Maiskolben, 10 neue Samen. Gleich mal sehen. Ich habe das jetzt leider nicht verfolgt, ob bei jedem Schlag ein Samen rauskam. Ah, einer. Oder? Einer scheint zu fehlen. Den Samen. Was haben wir gemacht? Na, hier kann man auch keinen Samen. Nicht immer kommt ein Samen raus. Kartoffelpflanze. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Kartoffeln. 25 Kartoffeln. So, ein Maissamen, den tun wir hier vorne noch hin. Dass es ein bisschen symmetrisch wird. Ach so, wir brauchen ja Kartoffelsaatgut. Mensch, jetzt wollte ich die Kartoffel stecken, so wie man das eigentlich kennt. Okay, das geht ja nicht. Ich meine, da sind wir noch nicht so weit, dass wir das herstellen können. Samen sind wir bei 2. Fehlen noch 2 Punkte. Können wir Mais und Kartoffelsaat herstellen? Also pflanzen wir erstmal das, was wir können. So, eine Kartoffel wird es noch. Eine Kartoffel, dann war es das auch schon. Ja, wir gucken gleich mal beim Händler. Oder wisst ihr was? Wenn wir zum Händler gehen, ich habe eine ganze Kiste voller Waren zu verkaufen. Die hole ich mal fix nach. Dann verkaufen wir die. Und da sind wir mit dem ganzen Gepäck voller Waren, die wir jetzt verkaufen werden.
Wir haben einen hohen Diamanten dabei, wir haben sogar einen Goldklumpen dabei, wir haben eine Menge Ausrüstungsteile. Ich habe die jetzt nicht extra noch repariert. Wir nehmen das, was wir dafür bekommen. So, darf ich dein Inventar sehen? Verkaufen wir mal. Schauen wir mal. Wir haben jetzt insgesamt 6.500. Mal sehen, wie viel es wird, wenn wir fertig sind. Eisenvorschlaghammer. Guck mal oben so grob durch, was gut, was wert ist. 500. Ganze Geld, 1500 schon. Bergbauhelm. So, jetzt der Goldklumpen, 147. Der Diamant, 315. Das ist Schlagring. Steinschaufeln, ja klar, die möchte er jetzt nicht haben. 12.800 hat sich gelohnt, das Ganze sammeln. Dann lasst uns mal durchgucken, was er Neues im Angebot hat und vielleicht ein paar Skillbücher kaufen. Er hat Lederstiefel. Da muss ich mal ganz Seid kurz fertig. schauen, wie denn eigentlich meine Ausrüstung war. Wir haben den Lederbrustpanzer, wir haben den Kampfanzug, Militärhandschuhe, Lederbeinschienen, Lederstiefel Zweier. Wir brauchen auf jeden Fall eine vernünftige Hose. Lederstiefel. Lederstiefel. Wann können wir denn eigentlich Lederstiefel bauen? Lederstiefel ist auf jeden Fall gesperrt. Können wir noch gar nicht bauen. Ja, schon mal interessant. Dann jetzt 5er Lederstiefel. So, dann hat er hier Fähigkeit von Rüstung. Ah, das brauchen wir hier. Samen, genau. Davon hat er 3 Stück. Da werde ich jetzt 2 kaufen. Dann können wir nämlich Kartoffelsaat und ich glaube Mais. Es war noch ein 2er Samen. Zur Fertigung von Sturmgewehren. Gut, da dachte ich mir, das kaufen wir uns. Das ist jetzt nicht so wichtig. Nahrung, das können wir mit kaufen. Dann unbedingt einen Wasserfilter. Das kostet der 2000, der einer reicht. Den brauchen wir für das hydroponische Samengewächshaus oder Samenzuchtstation. Die haben wir noch nicht aktiviert, da fehlt ja noch der Wasserfilter. Ziehen haben wir. Eine Kartoffelsaat. Druckplatte, Generator, automatischer Schrotflintengeschützturm. Auch interessant. Ja, seht ihr, unseren Geschützturm, den müssen wir auch mal aufbauen. 9.800, das wird dann noch reichen. Wollten wir in der nächsten Hortennacht auch unsere Falle mit ein bisschen Strom ausstatten. Und da wir das alles noch nicht bauen können, kaufen wir uns das meistens. Ja, ich überlege gerade, was man sich noch kaufen könnte. Es wäre kein Problem, noch rüber zum anderen Händler zu fahren. Das einzigste, ein besseres Maschinengewehr wäre jetzt noch vorteilhaft. Die Pumpgun, die ist ganz okay, das ist eine 4er. Werkzeuge haben wir jetzt alle schon auf 6 hoch. Rüstung, ja, da fehlt die Hose. Schrotflintengeschützturm. Jetzt weiß ich leider nicht, ob man da unendlich viele bauen kann. Mutterliche Kraft 15. Denke ich mal, die Kraft ist der Motor gemeint. Oder die Batterien. Wie viel Energie das zieht.
Ach komm, da brauche ich jetzt nicht lange überlegen. Den kaufen wir einfach. Lederstiefel reicht nicht aus, aber wir haben noch Zeit. Tag 34 ist wieder auffüllen. Much obliged, stranger. Was hat er für besondere Aufträge? Handelsroute in 2 Kilometer. Ach, das ist mal was für die Nacht zum Abradeln. Oder wenn wir mal mobil sind, Motorrad. So, hast du irgendwelche Aufgaben? Befallene. Schön. Direkt 2 Stück Befallene. Ach, hier noch eine. Aber diesmal eine Vierer. Oh. I really admire you, friend, and that's why I'm asking you for a helping Bei hand. Fitbox. Thank you. I bet you wouldn't do this for Oha. just anyone in the Habe ich ein wasteland, bisschen Muffensausen? would you? Eine Stufe 4 Mission. Also Befallene, das sind wirklich nachher die Grünäugigen. Gelbäugigen, das ist nicht ohne. Aber wir lieben Herausforderungen. Aber nicht jetzt. Jetzt tun wir erstmal unser Golfkart weiterbauen. Da sind wir wieder zurück. Tun wir erstmal die Skillbücher lernen. Stufe 3, Fischtacos freigeschalten und jetzt Samen herstellen, benutzen, Mais und Kartoffel freigeschalten. Dann haben wir noch den Wasserfilter. Der ist hier für die Zuchtstation, für die Samenstation. Da können wir den ja schon mal reinpacken. Den einen Motorthema haben, den können wir jetzt nicht reinpacken, den brauchen wir ja gleich. Hier, habt ihr nicht gesehen, schmeißen wir mal weg. Ebenso. Die olle Steinschaufel, den Eimer können wir noch einpacken. Ey, geht gar nicht. Der muss voll sein, oder? Ich sag nicht, den müssen wir noch voll machen draußen. Vier Räder, ein Chassis und ein Verdeck. So, was fehlt noch? Der Motor und die Batterie. Jetzt weiß ich nicht, ob das egal ist, ob wir da eine schlechte oder eine gute Batterie nehmen müssen. Ich würde da einfach mal die Vierer nehmen. Die Fünfer heben wir uns für unseren Generator auf. Motor, da gibt es keine Unterschiede. Motor ist ein Motor. Oh, das geht schnell. Keine Minute. Ja, da können wir warten. Da muss ich kurz mal überlegen, wo ich überhaupt meinen Geschützturm gelagert habe. Das ist eine gute Frage. Hier haben wir ihn. Maschinenpistolen-Geschützturm und jetzt haben wir noch den Schrotflinten-Geschützturm. Hier haben wir auch den Generator, die Batteriebank. Ist hier drin, hier oben war noch ein Eimer. Munition haben wir mit. Ah, das muss schon mal seelisch und moralisch darauf vorbereiten. Für die nächste Mission machen wir in der heutigen Folge, denke ich mal, nicht mehr. Da wird die Zeit so eng, ich denke, das schaffen wir nicht bis 22 Uhr und nachher eskalieren die dort. Ah, hier, unser Golfkart ist fertig. So, Benzin, wo habe ich ein Benzin? Dann müssten wir eigentlich alles haben, das Golfkart, Benzin. Man konnte noch einen Schläger bauen, ich weiß aber nicht, wozu der sein soll. Der als Schlagschläger taugen soll. So, immer schön Wasser sammeln. Da ist es, guck mal, elegant fahren wir jetzt zu unseren Missionen. Benzin ist drin. Halbvolltank. Ja, guck, da müssen wir nicht mehr strampeln. So gefällt mir das.
Fahren wir doch gleich mal Wasser holen. Hat er eigentlich einen Stauraum? Wie war denn das jetzt? Modifizieren können wir den. Nee. Ich glaube, das war dann hier in der Kategorie mit. Dann hat er auf jeden Fall keinen Stauraum. Die anderen Tasten bin ich mir jetzt unschlüssig. Das. Wartet mal. Wenn das nicht so weiß wäre, könnte man das besser lesen. Aufbewahren, huben, nehmen, Code eingeben, aufschließen, ja, Kofferraum öffnen, fahren. Was wir jetzt aber noch machen werden, wir werden nochmal hier im Antiquitätengeschäft nachschauen, ob da neue Skillbücher gespawnt sind. Ah, sieht nicht aus. Mensch, das dauert dann aber wirklich sehr lange. Das ist doch bestimmt schon 10, 15 Tage her, als wir hier drin waren. Aua! Außerdem wollten wir doch mal hier unseren Stahlknüppel einweihen. Hier sind wir doch falsch, das ist doch nicht der Antiquitätenladen. Das ist doch hier drüben. War man irgend so im Imbiss. In der Poststation war man drin. Schon mal das erste Buch. Erntewerkzeuge benutzen. Ja, dann könnten wir auch gleich mal dann ins Kreckenbuch rüberradeln. Flanellhemd. Ah, 12 Dollar. Reißt mich jetzt nicht vom Hocker. Top hier. Ist doch nichts nachgespawnt. Ist doch alles leer. Ja, brech ab. Blöde Schlange, ich treffe die nicht. Ja, brennt mir, brennen wir selber? Ich glaub ja.
So, Dietrich, wir brauchen keinen Dietrich, wir haben eine Spitzhacke. Ja, Erntewerkzeuge benutzen und Reparaturwerkzeuge benutzen. Worte, Erste-Hilfe-Verbände, ein paar Schuss nehmen wir immer mit. Das sind eigentlich Fahrzeuge, warte mal, die. Obwohl, wenn ich die jetzt abbaue, sind sie ja weg. Können wir sie nicht mehr looten. Ich wollte gerade sagen, das sind Fahrzeuge, die wir abbauen müssten. Da kommen halt sehr gerne die Scheinwerfer. Vielleicht Motor, Batterie raus. Aber ja, wenn wir es abbauen, spawnen es halt nicht neu. So spawnt wenigstens Loot drin. Schon mal im Saloon. Naja, sind auch mal die ganzen neuen Zombies dabei. Hat man sonst eher weniger. Level up. Irgendwas fehlt doch hier. Kann doch nicht ja schon Ende sein. Es geht doch nur zum Hof, so wie das aussieht. Ja, es muss definitiv noch höher gehen. Es geht noch höher. Ja, die Kleinen, die sind immer gruselig. Das waren doch gerade noch Blöcke. Irgendwo fehlt hier noch was. Es fehlt noch dieses Endloot.
Ich denke mal, hier oben geht's zuerst rein, wa? Geht's rein, weil unten haben wir uns ja mit Gewalt Zugang verschaffen. So, dann geht's hier runter. Geht's ja irgendwo im Keller. Nee, finde ich nicht. Also das Endloot, wenn es hier eins gibt, finde ich nicht. Zeit rennt dagegen. Gucken wir mal. Ja, da oben waren wir. Mal hier ist da noch ein Loch in der Decke. Mache das eigentlich ungern, mich mit Blöcken irgendwo hinbauen, weil einen Weg gibt es meistens immer. Ja. Ja. Naja, eine Waffentasche gefunden. Ja, frage ich mich wirklich, wo das Endblut sein soll. Naja, 22 Uhr ist eine gute Zeit, um die Straße zu verlassen, obwohl uns hier eigentlich nichts mehr wirklich gefährlich wird. Wir sind hier immer noch mit Schusswaffen ausgerüstet. Ja, dann machen wir heute Schluss. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Nächste Folge geht es dann zur befallenen Mission. Bin ich gespannt. Unsere erste Vierer wird das werden. Und wenn es euch gefallen hat, wie immer, lasst gerne ein Däumchen da. Freue ich mich drüber. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut.